Hallo, hier ist dieser Paul mit dem Thema OpenLayers 3, eine Karte auf eine Webseite setzen. OpenLayers ist eine leistungsstarke, funktionsreiche Bibliothek für Mapping. OpenLayers 3, OL3, ist eine grundlegende Neugestaltung der OpenLayers Webmapping-Bibliothek. Version 2 ist weit verbreitet, aber stammt aus den frühen Tagen der JavaScript-Entwicklung. OL3 wurde von Grund auf neu geschrieben. OpenLayers unterstützt die beliebtesten Open-Source-Vektor-Datenformate und verfügt auch über einige zusätzliche Funktionen, wie zum Beispiel die Möglichkeit, Karten einfach zu drehen oder Karten zu animieren. Die Bibliothek ist für den Einsatz sowohl auf Desktop, Laptop und Mobilgeräte gedacht. Eine Karte auf eine Webseite setzen. Erstellen Sie eine neue HTML-Datei mit folgendem Inhalt. Zu einer Karte gehören drei Dinge: OpenLayers hinzufügen, der Behälter für die Karte, der Div-Container und die JavaScript-Programmierung für das Erstellen einer einfachen Karte. Erstens OpenLayers hinzufügen. Per Script-Tag, siehe Zeile 8, wird die JavaScript-Bibliothek eingebunden. Für dieses Beispiel reicht ein Link auf die OpenLayers.org-Webseite, um die gesamte Bibliothek zu erhalten. Und CSS-Datei einbinden, siehe Zeile 4. Zweitens Div-Container für die Karte. Die Karte in der Anwendung ist in einem Div-HTML-Element enthalten, siehe Zeile 13, ID, Map. Durch das Div-Element können die Eigenschaften wie Breite, Höhe über CSS gesteuert werden. Hier ist die Karte 600 Pixel hoch und so breit wie das Browserfenster. Und nun die JavaScript-Programmierung für das Erstellen der Karte. Mit diesem JavaScript-Code wird ein Kartenobjekt erstellt. Die folgende Zeile erzeugt ein OpenLayers Kartenobjekt. Das Argument Ziel. Target ist erforderlich, um das Kartenobjekt an den Div-Container anzubringen. Der Wert ist die ID des Div-Containers. ID Map und Map. Die Layers-Liste wird verwendet, um die Liste der Schichten in der Karte zu definieren. Die erste und einzige Schicht ist im Moment eine Teilschicht. Schichten in OpenLayers 3 sind mit einem Typ ImageTile oder Vektor definiert, der die Quelle enthält. Sie können die Liste der verfügbaren Layer-Quellen hier sehen. Der nächste Teil des Map-Objekts ist die Ansicht. Die Ansicht ermöglicht es, das Zentrum, die Auflösung und die Drehung der Karte anzugeben. Der einfachste Weg, um die Ansicht zu definieren, ist, einen Mittelpunkt und eine Zoom-Ebene zu definieren. Beachten Sie, dass bei Zoomstufe 0 herausgezoomt wird. Sie werden feststellen, dass das angegebene Zentrum in Breiten- und Längengradkoordinaten angegeben ist. Da es die einzige Schicht ist, die wir in der Mercator-Projektion haben, können wir sie im Laufenden projizieren, um die Karte auf die richtigen Koordinaten einzuzoomen. Und so sieht dann meine Webseite mit der Karte aus. Verschiedene Werte hier bei Layer sind möglich, zum einen satt, was wir gerade gesehen haben, oder zum Beispiel OSM oder HYB. Und so sieht nun meine Karte mit Layer OSM aus. Das war User Paul von Room Screencast. Ciao und viel Glück.